Hi meine Lieben, ja sehr schön, dass ihr heute wieder auf meinem Kanal seid und mich besucht. Heute ein Thema, das ich persönlich sehr spannend finde, was ich persönlich auch sehr schwierig im Handling finde. Und zwar geht es um das Thema Verurteilen, Beurteilen und Bewerten. Und wer kennt es nicht? Es gibt ja diese Situationen. Ich kenne es von mir morgens, wenn ich meine Tochter zur Schule bringe. Wir steigen ins Auto und sind natürlich ein bisschen spät dran. Und dann fährt vor mir jemand ganz langsam. Und dann setzt er keinen Blinker und dann biegt er einfach ab. Und das sind so Situationen, da denkt man sich schon, so ein Depp, warum blinkt der nicht? Warum fährt der so langsam? Hier ist eine 30er-Zone, warum fährt der 20? Wir haben es eilig. Und ich projiziere natürlich mein Zeitgefühl in diese Situation rein und komme sofort ins Beurteilen. Denke mir, wahrscheinlich ist das ein Opa mit Hut. Warum fährt der so langsam? Was ist mit dem los? Wobei ich mich das meistens gar nicht frage, was ist mit dem los, sondern ich denke mir, so ein Idiot. Und da bin ich einfach schon im Beurteilen. Im Supermarkt an der Kasse, wenn jemand vor uns steht, der vielleicht nicht ganz so gepflegt sind, wir schauen denjenigen an, scannen ihn von oben bis unten und denken uns womöglich, das ist doch bestimmt ein Penner. Und der sieht aber komisch aus. Und sofort gehen auch hier wieder diese ganzen Muster los. Und wir sind im Alltag so oft dabei, Menschen zu verurteilen. Also wirklich Menschen zu verurteilen. Wir kennen die Geschichte der Menschen nicht. Wir wissen nicht, was mit den Menschen los ist. Mit dem Autofahrer zum Beispiel. Vielleicht ist es jemand, der sonst nie Auto fährt. Er fährt das erste Mal nach ein paar Jahren Auto, ist sehr unsicher, fährt deswegen langsam, hat vergessen, den Blinker zu setzen. Also das sind alles so Dinge. Wir kennen die Geschichte des anderen nicht. Und doch sind wir in einem Urteil. Sind wir der Richter, der den anderen für etwas verurteilen, obwohl wir gar nicht wissen, warum die Situation so ist. Und häufig ist es auch so, dass dieses Verurteilen unter Kollegen oder auch unter Klassenkameraden ja so einen Gemeinschaftssinn prägt. Das heißt, wenn wir uns über einen Lehrer auslassen, dass wir sagen, oh, der Lehrer, und der ist doch immer blöd und der schreibt doch immer so schwierige Tests mit uns. Und da hängen sich dann ganz viele Leute ran, dann haben wir Gleichgesinnte. Und es ist so oft auch unter Kollegen, wenn über jemanden anderen gesprochen wird. Man hängt sich da dran und fängt sofort an, über eine Person, die womöglich gerade auch gar nicht dabei ist, zu urteilen. Und ja, vielleicht könnt ihr mal für euch so reflektieren, wie sieht es denn bei euch aus? Seid ihr auch oft in der Verurteilung anderer Menschen? Und es ist sehr wichtig zu wissen, dass jede Verurteilung also es geschieht so, wir gehen aus der Wahrnehmung einer Situation in die Wertung einer Situation. Und wir beginnen etwas zu verurteilen, weil wir uns schwach fühlen. Das Beispiel jetzt von mir vorhin genannt mit der Autofahrt, wenn ich eben zeitig sehr eng getaktet bin, dann ist es ja meine Schwäche. Das heißt, ich bin hier in einer Selbstwertfalle, ich bin zu spät und derjenige verzögert das Ganze natürlich auch noch. Derjenige kann aber ja gar nichts dafür. Und ja, hier ist es wirklich so, dass wir in so eine Art Selbstwertfalle geraten, weil wir mit uns nicht im Reinen sind. Und auch wenn ich irgendwo an der Kasse stehe und Gedanken sind nicht kontrollierbar,
Also bewusste Gedanken, ja, aber Gedanken, die dir in einem Moment kommen, die kannst du nicht steuern. Du siehst jemanden und sofort geht in dir los, der sieht aber irgendwie ungepflegt aus. Gegen diesen Gedanken kannst du nichts tun. Was du tun kannst, ist die Reaktion, deine Reaktion zu deinem Gedanken. Und das Verurteilen von Menschen hat eine so niedrige Schwingung. Wir begeben uns da wirklich in die tiefsten der Tiefen, weil wir A, nicht das Recht haben, über jemanden zu urteilen. Das steht uns nicht zu. Und es sollte uns auch nicht bewegen. Das heißt, wenn ich gefestigt in meiner Mitte bin, kann neben mir an der Kasse stehen, wer will, und der steht dann da. Ich schaue ihn an und es interessiert mich nicht, weil es hat mit mir nichts zu tun. Und ja, wie ich sagte, verurteilen hat wirklich eine sehr, sehr niedrige Schwingung. Das zweite ist das Beurteilen. Und das Beurteilen passiert auch aus einer Negativität heraus. Weil wenn wir eine Situation beurteilen, dann beginnen wir schon gut, schlecht, richtig, falsch. Wir sind da zwar gedanklich ein Stück weiter, doch trotzdem sind wir immer noch auf diesem Niveau, sind wir immer noch auf diesem Level. Und das dritte ist das Bewerten. Und das Bewerten hat schon eine etwas andere Qualität, weil wir ab dem Zeitpunkt uns dann auch das Kontra anschauen. Also das heißt, beziehungsweise das Pro. Ich schaue mir wie im Beurteilen das Gut nicht gut an. Beim Bewerten ist es jedoch so, ich beginne viel mehr mit einfließen zu lassen. Das heißt, ich hole mir andere Dinge mit ins Boot. Das Bewerten ist schon auf einer anderen Ebene, ist aber trotzdem immer noch eine nicht so hohe Schwingung. Und wenn ihr euch in Situationen begebt, in denen andere Menschen über andere Menschen urteilen oder sie besprechen diese Menschen, dann gebe ich euch als Tipp, entweder dazu gar nichts zu sagen, sondern es nur anzunehmen und auch für euch selber, wenn ihr Situationen habt, wo einfach schon euer Kopf sagt, Mensch, was ist denn das für jemand? Was ist das denn für eine Person? Dass ihr das einfach so annehmt. Weil wenn ihr es annehmt, dann ist es in Ordnung. Dann ist es hier oben für euren Denker schon mal abgehakt. Okay, angenommen, und es muss nicht bewertet werden. Muss es nicht. Es ist nur ein Gedanke, der erstmal da ist. Und diesen Gedanken nehmen wir an. Am besten jedoch, wir nehmen ihn in Liebe an. Was manchmal schwierig ist. Wir nehmen einfach diesen Gedanken an und es ist gut. Und dann setzen wir uns auch nicht weiter mit diesem Gedanken auseinander. Wenn ihr jetzt aber eben in Menschen oder einfach in Diskussionen seid, in Gesprächen, in der Kommunikation mit anderen und ihr merkt, es werden Themen besprochen über Dritte, die nicht da sind, Verurteilungen, dann habe ich mir angewöhnt und es gelingt mir auch nicht immer, also ich bin auch nur ein Mensch, es gelingt mir auch nicht immer, vorurteilsfrei zu sein, doch man kann einfach sagen, ich kann über diese Situation nicht sagen, ich stecke da nicht drin. Weil man steckt in diesem Menschen nicht drin. Man weiß nicht, warum der Mensch so handelt. Und es ist eigentlich auch nicht wichtig. Es ist nicht wichtig, immer zu wissen, warum andere das so und so tun. Gerade Menschen, mit denen ihr ja nichts zu tun habt, wie in dem Autobeispiel. Das ist ja nur eine Situation, eine kleine Situation im Alltag, die aber für mich so eine Auswirkung hat, die womöglich meinen ganzen Tag verändert. Und das ist das Schlimme, dazu komme ich später noch. Also annehmen und sagen,
Gut, ich stecke nicht in den Schuhen des anderen. Der hat seine Geschichte, ich kann dazu nichts sagen. Und meistens wird euch euer Gegenüber, welches gerade über diese Thematik spricht, auch in Ruhe lassen. Es gibt aber auch die Menschen, die dann nachbohren, ja, findest du das nicht blöd oder findest du das nicht irgendwie dramatisch? Also da einfach hartnäckig sagen, ich kann dazu nichts sagen. Und das andere, auch noch ein Tipp, ist einfach gar nichts zu sagen. Wie ich vorhin gesagt habe, einfach die Geschichte laufen lassen und denjenigen dann einfach so stehen lassen. Dazu einfach nichts sagen. Man muss auch nicht immer etwas sagen. Man muss sich nicht zu allem äußern. Das ist auch so ein Irrglaube, dass man zu allem und jenem eine Meinung haben muss. Müssen wir nicht. Wir müssen nicht das letzte Wort haben. Wir müssen nicht immer etwas besprechen. Man kann auch einfach mal in Stille die Dinge lassen. Also es ist in der heutigen Zeit und gerade im Rahmen hier von Social Media hat jeder zu allem eine Meinung. Und es muss nicht so sein. Muss man nicht. Also man muss sich auch nicht mit jedem Thema auseinandersetzen. Ja, dieser innere Richter, den man hat, der Richter, der andere verurteilt, der ist in der Kindheit entstanden. Und in der Kindheit natürlich, um uns zu schützen. Und früher, also wenn ihr mal überlegt, als Kinder haben wir uns ja, wir sind geboren, wir hatten unsere Eltern, also je nachdem, wie jeder aufgewachsen ist. Und als Kinder hat man nicht geurteilt, also man hat etwas nicht hässlich gefunden oder schlecht. Das kommt erst später, das sind dann die Wertesysteme unserer Eltern. Wenn unsere Eltern dann zu uns gesagt haben, das darfst du so nicht machen und du musst doch den Nachbarn grüßen und so ist das nicht richtig, wie du das machst. Das heißt, wir haben dieses Wertesystem, diese Prägung unserer Eltern übernommen und haben sie zu unserer Wahrheit gemacht. Ganz normal, jedes Kind. Und so sind wir dann auch in diese Verhaltensmuster gerutscht, in dieses, der sieht ja komisch aus, der spricht ja komisch. Als Kinder ist uns das egal. Und später hat dieses Urteilsvermögen, dann Kindergarten, Schule und dann, und das ist, glaube ich, so das Massivste, die Gesellschaft geprägt. Die Gesellschaft. Du musst in der Gesellschaft so und so sein, damit du in die Norm passt. Ganz klar. Und du hast natürlich auch versucht, in diese Norm zu passen, weil hast du es nicht getan, bist du aufgefallen. Und ja, so haben wir dann unser eigenes Wertesystem geprägt und dieses Wertesystem wird von jedem Einzelnen von uns natürlich auch sehr stark kontrolliert, weil ich ja weiß, wenn ich jetzt bestimmte Dinge tue, fallen die auf. Das ist ja nur mit der Optik. Wenn sich jetzt jemand die Haare lila färbt, dann kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich 99% der Menschen auf der Straße genau denjenigen verurteilen, was hat der denn für eine Haarfarbe, wie sieht denn der aus, der kann ja keinen normalen Bürojob haben, so kann der ja nicht unter Menschen gehen. Und ihr merkt, das ist all das, was uns geprägt hat. Und ja, jetzt bin ich zwar ein bisschen von meinem Thema abgekommen, es ist aber noch wichtig, weil so haben wir unseren eigenen inneren Richter entstehen lassen. Und es ist immer wieder speziell, wenn wir uns überlegen, was ist eigentlich die Norm? Warum müssen wir so sein, wie die Gesellschaft es uns vorschreibt? Und ist natürlich wieder ein anderes Thema, doch um zurückzukommen zu der negativen Energie einer Verurteilung. Die Verurteilung
bewirkt ja auch noch, dass ich das weitertrage. Das heißt, ich bin morgens in Aufruhr, ich komme zu spät, mich hat dieser Mensch negativ geprägt in dem Sinne, ich habe mich darüber mokiert, dass ich da jetzt so langsam fahren musste, vielleicht zu spät gekommen bin und dann ist mir vielleicht noch die Bahn weggefahren oder der Bus und ja, und dann bin ich schon in diesem Strudel und was passiert? Man kommt vielleicht in der Arbeit an oder man trifft vielleicht einen Kollegen, einen Freund und erzählt ihm, weißt du, was mir heute passiert ist? Da war so jemand, so ein alter Opa mit Hut und der hat den Blinker nicht gesetzt und er wäre dem fast reingefahren und ich hatte es so eilig und so weiter und so weiter. Und das heißt, ich trage es weiter an den Nächsten. Dann bespreche ich es mit dem Nächsten, stecke quasi meine Freundin, meine Kollegin damit an und die sagt dann wiederum, ach ja, und weißt du, und das ist mir auch passiert und das sind ja immer diese Menschen, diese älteren Menschen mit Hut und erst eine Nachbarin hat mir erzählt, die hat den Unfall und so geht's weiter und weiter und weiter und so werden immer mehr Leute ins Boot geholt und dieser negative Energiestrudel, der zieht sich und bildet einfach Kreise, obwohl das eine minimale Situation war, die ein paar Sekunden, vielleicht Minuten gedauert hat. Und sie bestimmt meinen Tag, sie bestimmt mein energetisches Feld und ich nehme das mit und bringe dieses Negative auch noch nach außen. Und das ist mir so wichtig, hier zu schauen, wie löse ich mich davon. Und sich von solchen Situationen zu lösen, ist wirklich annehmen, was ist. Das ist das Einzige, unsere einzige Chance. Annehmen, was ist, Haken dahinter. Erledigt. Und ihr müsst wissen, jedes negative Wort, jede Verurteilung auch über einen anderen Menschen ist ein Angriff in sein Energiefeld. Das heißt, man sagt ja oft, Worte sind wie Pfeile. Man kann sie nicht mehr zurücknehmen. Und es ist tatsächlich so. Ich habe meinen Pfeil und es war dann auch noch ein Giftpfeil abgeschossen. Und dieser ist in dem Energiefeld des anderen gelandet. Auch wenn man sich das jetzt so auf der 3D-Ebene nicht vorstellen kann, es findet energetisch ein, ich nenne es jetzt mal, Angriff statt. Und hier ist es für mich einfach wichtig, wenn euch solche Dinge passieren, passieren mir auch, wenn ich nicht in meiner Mitte bin, wenn ich nicht in meinem totalen Selbstwert bin, was ich nicht bin, wenn ich gestresst bin, wenn ich jetzt zeitlich angespannt bin, bin ich nicht in meiner Mitte. Es ist so. Und man macht Schnipp und ist sofort aus seiner Mitte raus. Das geht so schnell. Dann beginnen Verurteilungen. Ganz schnell. Weil es geht im Kopf und schon spreche ich was aus. Und ich bitte euch nur, achtet mal darauf, wie ihr im Alltag mit solchen Situationen umgeht. Mit Situationen, die euch nerven. Also ihr steht zum Beispiel morgens beim Bäcker in der Schlange und derjenige vor euch macht eine Riesenbestellung. 20 Brezen und ich weiß nicht was. Und ihr schaut schon auf die Uhr und denkt euch, super. Warum steht der genau vor mir? Muss das jetzt sein? Das sind Dinge, da habt ihr noch nicht über die Person geurteilt. Ihr seid erstmal nur einfach vielleicht ein bisschen angekratzt, weil es euch einfach zu langsam geht. Aber dann passiert meistens genau das. Ihr schaut die Person an und wenn die Person vielleicht etwas fülliger ist, ja klar, und 10 Brezen isst sie wahrscheinlich davon selbst. Und so geht es los und dreht sich den ganzen Tag. Und ich bitte euch einfach, achtet doch mal darauf, wie es euch im Alltag damit geht. Was ihr für Gedanken tatsächlich denkt. Achtet einfach mal drauf. Ich finde es total spannend. Ich habe mir mal so eine Liste gemacht und mittlerweile bin ich schon wirklich ganz gut. Und versuche immer morgens auch, wenn ich aus dem Haus gehe, mache ich auch so eine kleine Meditation,
indem ich auch annehme, was kommt. Doch wie gesagt, wir sind nicht immer in unserer Mitte. Das ist einfach so. Dafür ist die Zeit viel zu hektisch, viel zu stressig. Und wir beginnen dann, solche Gedanken weiterzudenken. Und überlegt euch doch einfach mal oder schreibt euch einfach mal auf, was ihr so macht im Alltag. Was ist euch passiert? Was bringt euch aus eurer Mitte, aus eurer Ruhe, aus diesem Ruhepol? Und vielleicht seid ihr auch gar nicht in diesem Ruhepol. Und euch bringen ganz, ganz viele Situationen und schon die kleinsten Dinge, vielleicht ein kleiner Anruf aus eurer Mitte. Ja, achtet einfach mal drauf, ist sehr, sehr spannend, würde mich interessieren. Ich finde es schön, wenn ihr den Gedanken, sobald er da ist, kontrolliert und ihn einfach wirklich annehmt, weil ihr dann diese negative Energie nicht nach außen gebt. Und das ist für euch, für euer Energiefeld wichtig, weil ihr es einfach wirklich abhakt und dann quasi next. Und ja, es ist auch für denjenigen, der diese Situation in euch aufgerufen hat, schön, wenn einfach da kein Angriff stattfindet. Ja, so viel dazu. Jetzt habe ich viel geredet. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Nacht, Morgen, was auch immer. Bye, bye.